Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörth und heute unterhalten wir uns über grundsätzliche Sachen, Basissachen vom Bogenhauer, über die Funktion. Mehr davon nach dem Intro. Bitte! Geht? Ja, ich würde sagen, kennst du uns ein bisschen was Grundsätzliches über so Bogenhorz? Das ist schon ein kleiner Saubur. Zuerst möchte ich einmal mit einer Meinung auframmen, die einfach falsch ist. Es gibt nach wie vor Leute, die herumrennen, die der Ansicht sind, dass auf diese Bogenhorz so kleine Widerhäkchen oben sind. Das stimmt nicht. Ich habe mir es angeschaut, ist nicht vorhanden. Also, der Aufbau von einem Haar ist ganz einfach erklärt. Außen um das Haar ist eine Hornschicht. Auf der Hornschicht biegt das Kolophonium um. Ja, und wenn die Hornschicht durchgescheuert ist, dann sind die Bogenhaare zum Tauschen. So einfach ist es erklärt. Da bringt auch viel Kolophonieren nichts, weil in Wirklichkeit versaust er mit dem Bogensinstrument. Das ist dann schaut aus, wie man es geschnieben hat, aber es spielt noch immer nicht gescheit. So, das sollte klar sein, alles andere Aberglauben. Lasst ja unter dem Mikroskop anschauen, man sieht keine Widerhäkchen. Ja? Jetzt zeichne ich euch ein bisschen was auf, wie prinzipiell Bogenhaare funktionieren, damit auch das Verständnis für eine unterschiedliche Kolophonie sofort verstanden werden können, beziehungsweise auch, warum man für bestimmte Frequenzbereiche andere Bogenhaar braucht und, und. Dazu hole ich mir wieder dieses geheime Ding. Ich habe vorn meinen Kopf von einem Bogen. Ja, da ist die Bogenstange. Da hinten habe ich das Schrauferl. Und da habe ich den Frosch unten. Und da ist das Haarbandel. Ja? Dann habe ich da jetzt ein bisschen größer gezeichnet, dass man sich das besser vorstellen kann. Das ist die Seiten. Ja? Jetzt fährt der Bogen hin und her. Oder zuerst einmal in die eine Richtung. Und er fährt natürlich hin und her. So. Jetzt habe ich Kolophonium auf die Haare. Und da passiert jetzt genau Folgendes. Das heißt, das Kolophonium, das biegt ja. Je härter das ist, desto weniger biegt es und je weicher das ist, desto mehr biegt es. Jetzt nimmt der Bogen, wenn er in diese Richtung fährt, ja, die Seiten ein Stickerl mit, dann, da reicht die Hofftreibung oder dieser Klebeeffekt, das ist also ein Slipstick-Effekt in Wirklichkeit, reicht aus, dass er die Seite der Stickel in die Richtung mitnimmt, dann wird der Zug der Seiten so groß, dass die Seiten ganz schnell zurückspringt. Ja? Wieder ein Stickerl. Und jedes Mal, wenn das passiert zum Beispiel bei der A-Seite, ja, genau 440 Mal pro Sekunde. Ja? Das ist die Frequenz, in der das passiert. Jetzt ist Folgendes, dass wenn die Seiten mit 4 genommen wird, fuhren die Haare in Wirklichkeit locker oberhängen und hinten aber ziemlich gespannt sind. Und sobald das nachhupft, ist genau das Gegenteil der Fall. Sobald das nachhupft, hängen sie hinten ober und vorn sind sie gespannt. Also das ist dann hinten ober. Jetzt machen wir das wieder mit dem roten Ding, dann ist es leichter zu erkennen. Das heißt, einmal hängen da die Haare ober und hinten sind sie gespannt und das andere Mal hängen sie da ober und vorn sind sie gespannt. Und das Ganze, jedes Mal, wenn das passiert, federt natürlich auch diese Stangen auf und an. Und die Seiten natürlich auch genau hin und her. Jetzt habe ich eine bestimmte Frequenz, in der das passiert. Das ist auch, also es gibt zwei Gründe, warum Bogenhaare eingespült kehren. Sagen wir mal eine Woche oder 10 Tage. Das wissen die Musiker alle, dass am Anfang nicht so gut funktionieren. Hat genau zwei Gründe. Erstens, dass dieses Dehnen und wieder Zusammenziehen der Bogenhaare, also das ist das, was wir da gehabt haben, dieses Wechselseitige. Und zweitens, wenn ich halt ein Haar anschaue, und das ist jetzt ein falsches Ding, das muss ich sagen,
ich habe heute mein Haar, das ist bei den Pferdehaar kein rundes Haar, sondern es hat immer wieder so Flächenunregelmäßige drauf. Ja? Also es kann ein Fünfeck mit starken verrundeten Kanten sein, so ungefähr schaut das aus. So. Und ich habe außen eine Hornschicht drumherum. Ja? Wenn ich jetzt da mit dem Bogenhaar über eine Seite drüber gehe, ja, das ist jetzt die Seiten, die straffiere ich so, dass man es weiß. Ja? Also, das ist die Hornschicht. Hornschicht. Das ist der Kern vom Horn, vom Haar, und das ist die Seiten. Ja? Seite. So. Ja, so eine. Ganz frische Haar. Da ist die Auflagefläche, das ist jetzt wieder das mit dem Roden, die ist natürlich da relativ klar. Ich sage jetzt einmal annähernd punktuell, es sei denn, das Haar liegt eh sozusagen ein bisschen verdraht, dann liegt es so von mir aus auf ein bisschen einer Fläche auf. Wenn das jetzt eingespült wird, das heißt, die Haare bereits als Haarbandel über die Seiten drüber gestrichen werden, für, keine Ahnung, so und so viele Stunden, also in Wirklichkeit sagen wir Wochen, 10 Tage, ja, und wenn ich das leicht ausschleife, ja, dann wird die Fläche größer. Das heißt, es liegt einfach auch mehr Hornschicht und damit auch mehr Klebefläche fürs Kolophonium und damit auch bessere Griffigkeit vom Bogen auf der Seite auf. Das ist genau das, was die Musiker kennen, indem sie am Anfang eben frische Haare sind und dann, wenn sie eine Woche lang gespült sind oder 10 Tage gespült sind, dann greifen die viel besser. Dann ist das Kolophonieren natürlich auch einfacher. Weil wenn ich zuerst kolophoniere, dann habe ich halt überall ein bisschen ein Kolophonium oben, aber da vorne, wo ich es eigentlich brauche, in der Kontaktfläche zur Seite, ist natürlich nichts anderes, wie dass ich eine kleine Fläche habe, wo nicht viel oben halt und das auch nicht gescheit halt und leichter runtergeschoppelt wird. Ja? Also Kolophonieren geht auch nach dem Einspielen besser. Wenn ich jetzt eine Bogenbehaarung mache, dann werden die Haare logischerweise genau in die zwei Kriterien konditioniert. Das heißt, es wird einer beigebracht, dass dieses Dehnen, ja, was wir da gehabt haben, ja, einmal da und dann, wenn es hupft, da, plus auch das Ausschleifen wird bereits vorbereitet, damit der Musiker sich genau diese Einspielzeit erspart, ja, und falls jetzt Leute glauben, ja, aber dann muss man theoretisch schneller wieder zum Behaaren gehen. Ja, eine Woche früher. Wobei, das, wenn es gescheite Haare sind, die halten eh eine Zeit. Ist allerdings auch so, dass ein guter Cellist, der viel spielt, der braucht öfter Bogenhaar jetzt wie ein Geiger. Ja? Also, weil der Geiger einfach nicht diese Energie einbringen kann. Obwohl die Haare feiner sind, halten die länger. Ja? Umgekehrt ist es dann wieder das komplette Gegenteil bei Kontrabassoren oder so, wenn Schwarze sind, die halten viele Jahre, ohne dass irgendwas auffällt. Ja? Aber wird halt auch eher so als, keine Ahnung, Stubenmuse in einem Gasthaus ein bisschen verwendet. Das ist jetzt kein Kundenkreis, den ich habe, das heißt, da kann ich jetzt auch nicht so viel drüber berichten. Ja? Das prinzipiell ist jetzt einfach einmal die Funktion von einem Haar. Und wenn man das verstanden hat, dann versteht man automatisch auch, warum das wichtig ist, dass a, die Haare gleich lang abunden sind, das heißt, vorn beim Keil brauche ich eine klare Linie und da hinten brauche ich auch eine klare Linie. Also so Froschringkeile, die dann unterschiedlich weit ausschauen oder weiche Keile im Kopf drinnen, das bringt nicht wirklich viel, weil ich bringe sozusagen nie exakt gleiche Haarlängen zusammen. Und eins ist sehr logisch verständlich, wenn ich halt unterschiedlich lange Haare da drinnen habe in dem Bogen, ja? Also die einen sind ein bisschen kürzer, die anderen sind ein bisschen länger, dann heißt das nichts anderes, wie dass ich das auch dieses elastische Verhalten der Haare, dass sie sich dehnen lassen und wieder zusammenziehen, unterschiedlich schnell passiert. Und es wird natürlich dann der Ton immer weniger fokussiert und immer diffuser, je unterschiedlicher das Ganze ist. Ja? An sich eh babyleicht und klar zu verstehen, oder? Und was natürlich jetzt klar ist, ist, dass wenn das jetzt zum Beispiel beim Kammermusikton A, nehmen wir jetzt sicher eine Hausnummer 440 Hertz hat, dann lernen die Haare, wenn ich jetzt nur den A-Ton spielen würde, genau bei der Frequenz und da die Stangen genau bei der Frequenz des Schwingen. Ja?
Das sollte natürlich im Idealfall über einen kompletten Tonumfang gehen. Und auch wenn heute einer Vibrato spielt, soll das natürlich auch also ein bisschen unter die 440 Hertz oder über die 440 Hertz funktionieren. Das heißt, in Wirklichkeit braucht man auf den verschiedenen Bereichen, bei die Hohe, ganz egal wo ich bin, ja, und ganz egal auf welcher Frequenz und auf welcher Intensität ich gerade unterwegs bin, brauche ich immer die Funktion, dass die Stangen schwingt, ja, dass die Saiten schwingt, dass die Hohe sich spannen bzw. entspannen oder gespannt und entspannt sind. Ja. Das muss bei der Geigen halt im Prinzip vom Frequenzbereich so bis aufgehen. Ja. Und das ist bei der Bratschen hinaus, beim Cello hinaus, beim Kontrabass hinaus. Das heißt, das Konditionieren der Hohe oder das Einspielen der Hohe hat genau den Sinn, dass es bei in verschiedenen Frequenzbereichen überall funktioniert. Und dieses Zusammenspiel zwischen dem Schwingen der Bogenstangen, dem Schwingen der Saiten, dem Entspannen und Spannen hin und her mit die Hohe, das soll zusammenpassen. Ja? Und das erreicht man natürlich entweder durch mühsames Einspielen. Ist ja übrigens ein Grund, warum alte Bogenstangen natürlich ganz gut funktionieren, weil die genau dieses Federn, ja, sehr gut kennen und schon sehr lange gemacht haben. Ja. Das heißt, die sind, ich sage es jetzt einmal, sehr gefügig und auch das lässt sich natürlich konditionieren. Ja. Und falls einer auf die Idee kommt, dann in die Kommentare reinschreiben, was meinst genau mit konditionieren? Ja, rufen Sie mich nicht an, ich rufe Sie an. Ja. Das war's schon wieder fürs heutige Video. Hoffe, es hat euch gefallen, hat euch was gebracht. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt, andere Meinungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare, werden wir beantworten. Und ansonsten freut es mich, wenn wir beim nächsten Video wieder beieinander sind. Da geht es dann interessant weiter. Das verrate ich jetzt ja noch nicht. Jetzt muss ich mir überlegen, was gibt es noch zum Sagen. Ich weiß nicht, nehmen wir zu viel. Falls Leute andere Meinungen haben, ich habe es eh schon mal gesagt, bringt nicht viel, weil es halt dann wahrscheinlich eine falsche Meinung ist, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare rein. Ja. Ich weiß nicht, machen wir es autonome mit bringt nicht viel. Okay, der Bub hat gerade gesagt, ich muss es nochmal machen. Also wenn ihr Fragen, Anregungen oder andere Meinungen habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Aber bitte nur Fragen oder Anregungen, andere Meinungen. Jetzt kannst du es eh wieder so schneiden. Ja, alles lässt sich nicht schneiden, weißt du? So, jetzt reicht's aber. Jetzt haben wir wieder eine Viertelstunde mit dem Video. Was? Nächste Mal ein Drittel der Zeit. Wie soll ich das machen? Schneller reden.